Gut, Ballistik wird erforscht. Ballistik geht durch. Brauche ich jetzt noch Holz für unseren Daumenring? Dann ziehen wir los. Auf mehr müssen wir nicht warten. Noch drei Dorfbewohner. Sind mir langsam zu viele Leute, die hier umherschwirren. Vor allem, dass die Chevaliers haben, gefällt mir gar nicht. Genau, erkundet mal ein bisschen das Gebiet. Das ist eine tolle Idee von euch. Ihre Ziele haben sich geändert. Gut, jetzt könnt ihr wieder zurückkommen. War schön, hat Spaß gemacht. Ah, du hast nichts zu tun, das ist gut. Du gehst jetzt bitte mal Holz hacken. Wir geben noch weitere Farmen in Auftrag. Du gehst bitte auch Holz hacken, aber hier unten. Denn hier oben ist das Holz fast weg. Allgemein, könntest du bitte auch nach unten gehen? Salat? Nein, kein Salat. Holz. Also. Guti, Nahrungsmittel brauchen wir im Moment nicht. Das heißt, wir gehen jetzt noch ein bisschen Gold hacken. Nahrungsmittel kommen nach und nach rein. Pikeniere werde ich jetzt noch weiterentwickeln. Hier ist alles soweit durch. Kommt noch die Erlösung zu irgendwann mit 475 Gold. Weitere Priester brauchen wir und das, den Daumenring. 300 Nahrung, 250 Holz. Ja, und das hier ist auch für die Katz. Ob wir nur einen Turm haben oder für viel macht eine Wurst. Ich habe eh keinen Stein. Den müsste ich mir erst suchen. Das können wir übrigens mal machen. Haben wir irgendjemanden, der weit reiten und spähen kann? Such mal Steine. Gut, Pikeniere sind fertig entwickelt. Das geht immer noch nicht. Zu wenig Gold. Aber Schwertkämpfer werde ich jetzt nicht machen. Komm schon, gib mir Gold. YouTube Money. Also, geht doch. Danke. Weiter gucken. Wo führt mich diese Brücke hin? El Cid, der Campeador. Hier sind Berge. Hier ist eine Schlucht, durch die man durchreiten kann. Dann sollte man äußerst vorsichtig sein. Gucken wir mal, was wir machen sollen. El Cid muss überleben. Finden Sie einen Weg, den Aufstand in Toledo zu beenden. El Cid muss mit dem Imam zusammentreffen. Denn dieser weiß, wie die Unruhen in Toledo zu bekämpfen sind. Ah, da gibt es sogar noch eine spezielle Technik. Heißt, wir müssen erst den Imam treffen. Dann speichern wir mal. Unter LP03. Und suchen mal nach dem Imam. Nee, du kannst hier schon lang, du. Dafür ist extra die Straße gedacht. Man sieht. Wenn ihr Burgen bauen wollt, braucht ihr viele Steine. Meine Späher haben einen großen Steinbruch im Südwesten ausgemacht, der euch interessieren könnte. Okay, wir bekommen jetzt also auch einen Tipp, wo wir Steine herkriegen. Hier. Im Südwesten, also muss das ja hier irgendwo sein. Aber das ist abgesperrt, das heißt, da muss ich mich erst durchkämpfen. Wie doof. Ich habe also keine andere Wahl, ich muss Rammen bauen, um erstmal da ranzukommen. Gut, geht nicht anders. Den Daumenring könnte ich jetzt aber schon mal erforschen. Dann ist der schon mal drin. Endlich brauche ich auch das Holz nicht mehr zurückzuhalten und kann es sämtlich für die Farmen opfern. Perfekt. So kriegen wir immer weiter Essen. Einer baut mir jetzt bitte noch einen Marktplatz, dass ich dann alles verhandeln kann, was wir zu viel haben. Salat! Ach Gott, geht gar nicht. Ich habe gar keine Ressourcen dafür. 175 Holz. Gut, müssen wir so lange warten. Eine Ramme haben wir schon mal. Das ist gut. Nächste bitte. Daumenring fertig entwickelt. Ah, oh, endlich. Ein Marktplatz. Yay! Zweite Ramme ist auch da. Gold haben wir jetzt auch wieder. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder einen Priester in die Wege leiten.
Nehmen wir gleich zwei. So, ihr könnt schon mal vorfahren. Ihr braucht ja eine Weile, bis ihr da seid. Erst wenn wir die Steine haben, können wir Burgen bauen, mit Petardieren dann angreifen und den Rest machen. Hoffen wir, dass das so einfach wird. So, jetzt habe ich mal ein bisschen Nahrungsmittel vergeben, damit wir dann auch endlich wieder Gold haben. Ich könnte jetzt die Stadtpatrouille einrichten. Das mache ich auch, damit ich weiter gucken kann. Den Wachturm, 250 Holz, das ist auch interessant. Das heißt, du gehst wieder Holz hacken. Viel Spaß. Denn wenn wir sowieso gleich Wachtürme bauen können, will ich ihn natürlich haben. Und dann brauche ich auch erstmal Leute, die mir da unten alles freischalten. Ihr könnt schon mal mit runter. Das heißt, die für mich dann natürlich alles ausbauen. Mönche sind da. Sehr schön. Ihr geht dorthin. Ihr passt alle bitte hier auf. Man weiß ja nie, wo man angegriffen wird, nicht? Spielt Speichern. Unter LP03. Einfach überschreiben, ist ja nichts passiert. Und dann rauf da. Guti, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Warum wird da was gelb angezeigt? Ist da irgendein Gelber? Das sind unsere Leute, ne? Okay. Brechen jetzt hier unten mal durch. Immer wenn ich gerade weggucke, dann laufen meine Leute wieder quer durch die Walachei. Au. Au, au, au. Wer bist du? Achso, du bist verbündet. Ein Mutamid. Ein Mutamota. Wenn ihr durchgebrochen seid, sagt mal bitte Bescheid. Das wäre äußerst vorsinnflutlich. So, ihr, die alle nichts zu tun habt, sollt runtergehen, um Steine abzuhacken. Ah, ich hab's mir gedacht. Macht's kaputt. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Gott sei Dank. Sonst hätten wir jetzt gleich eine Ramme weniger gehabt. Aber wir sind auch gleich durch. Okay, damit war die Ramme dann weniger. Ihr könnt jetzt einfach so durchlaufen. Das ist cool. Brauche ich mich eigentlich nicht mehr um die Mauern zu kümmern und kann viel mehr, viel schneller damit anfangen, Steine abzuhacken. Geschützt durch die Orangen. Sehr süß. Okay, jetzt sind sie eh durch. Nur ist egal. Ihr lauft mal bitte voran. Nicht, dass hier dann doch noch die ein oder andere Gefahr herrscht. Hier herrscht Gefahr. Nein, 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 nein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier sogar noch Leute sind. Okay, das ist schlecht. Ich brauche weitere Rammen. Ich muss das Dorfzentrum unten kaputt machen und wir werden sie jetzt angreifen. Ich brauche Rammen. Gleich mal drei Stück. Sind ja nicht so kräftig. Ich muss ja irgendwie an Steine kommen. Südwesten, also muss das ja hier sein. Oder gibt es noch ein anderes Südwesten? Nein, weil das wird zu südlich nachher. Und hier kommt man auch nicht hoch. Pass mal auf, du ziehst jetzt hier mal durch. Und guckst dir das ganze Gebiet mal an.
ziemlich viele Bauern. Da ist noch mehr los. Presto. Presto. Wem gehört das denn? Toledo, verbündet. Ah, okay. Da hatten sich unsere Verbündeten reingesetzt. Das heißt, hier kommen wir durch. Das ist gut. Eventuell kann ich meine Bauern vorbeischicken. Und dann werden wir hier wieder angegriffen. Zu wem gehört das hier? Ah, reicht auch wieder. Ach, grün. Grün ist maurische Rebellen. Mhm. Okay, und mehr ist hier nicht. Das heißt, die sind mehr mit dem Schiff unterwegs. Das ist interessant, ja. Zerstörst jetzt mal alles, kannst dort die ganze Zeit kämpfen. Ich glaube nicht, dass die sich reparieren. Oben sind jetzt die Rammen soweit fertig. Dann kommt ihr bitte runter. Und ihr bitte auch. Ich glaube nicht, dass die uns jetzt noch gefährlich werden können hier. So, dann machen wir erst Orange weg. Dann haben wir hier schon mal Ruhe. Und dann ist natürlich die Frage, wo könnten hier die Steine sein? Südwesten. Also muss das ja irgendwo hier sein. Ich habe nichts gefunden. Vielleicht doch noch versteckt hinter den Mauern. Ich habe keine Ahnung. Legt euch mal hier vorne mit hin. Ressourcen haben wir mehr als genug. Das reicht für eine ganze Weile. Auch Holz brauchen wir im Moment nicht. Hier kommt immer mal wieder ein Priester, ein Verbündeter, der durch die Gegend läuft und Leute heilt. Das ist auch schön. Na, lass die erstmal in Ruhe. Gut, die Rammen kommen. Die gehen gleich aufs Dorfzentrum. Unsere Priester schauen sich unten mal um. Die haben einen schönen weiten Radius zum Gucken. Eventuell können sie noch den einen oder anderen Priester bekehren. Gebaut werden kann auch ein bisschen was. Wir haben wieder Holz. Das ist interessant. Die haben hier noch weitere Leute. Den dürft ihr angreifen. Er wird geheilt, hat nichts gebracht, er ist tot. Wie ihr merkt. So, alle Mann aufs Dorfzentrum. Zumindest runterlaufen, das ist wichtig. Gut, auf die ganzen Leute. Die haben den Stein schon abgeerntet. Ach, verdammt. Ich hab's mir gedacht, dass zu spät wird. Na gut, ich hab's versucht, ich hab's versucht. Ja, lass die spanischen Rebellen kämpfen, das ist mir egal.
Okay, hier werde ich nicht an Steine kommen. Der ganze Versuch war völlig umsonst. Auch wenn wir jetzt schon mal tiefer ins Gebiet vorgedrungen sind. Was bauen wir denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich kann weitere Ritter gebrauchen, genauso gut wie... eigentlich weitere Schützen, aber ich glaube, ich nehme mal ein paar berittene Schützen, dass die ein bisschen schneller unterwegs sind. Und dann werde ich die Langschwertkämpfer mal ausbilden. Au! Gut, ihr könnt hier vorne auf die Festung gehen. Kommen wir da oben auch rein. Das hier gehört ja zu uns. Wenn Orangi seine Leute mit drin hat, aber die haben das ja auch nur erobert. Senora. Passt mal auf. Wir bauen jetzt hier weitere Bogenschützenhäuser hin. So, dann gibt es schon mal weniger Probleme. Weitere berittene Schützen. Gerne noch zwei Rammen. Ihr reitet bitte alle schon mal nach unten, auch El Cid kann mitkommen. Ihr beschützt sozusagen die Leute, die hier unten stehen. Ich brauche noch weitere Priester, das heißt, einen Tempel werde ich hier auch noch bauen müssen. Die Priester sind doch recht lahm. Wem gehört diese Festung? Den spanischen Rebellen. Okay, dann werde ich mich der auch nicht nähern. Die haben sich auch schön verschanzt hinter unseren Leuten. Das ist natürlich schlecht für mich. So, ihr baut bitte eine weitere Werkstatt hier vorne mit hin. Und ihr dürft jetzt reinlaufen und dort die Leute K.O. hauen. Oder auch nicht. Da gibt's Gold. Gold ist doch auch schon mal schön. Können wir dann eintauschen gegen Steine. Dann bauen wir jetzt einfach mal eine Burg mit eingetauschten Steinen. Das ist doch auch schön. Ja, du bist schön blöd. Ehrlich. Ich habe dir nicht gesagt, dass du den angreifen sollst. Guti. An das Gold kommen wir schon mal. Bleibt doch bitte alle hier. Okay, wo sind meine Bauarbeiter, die hier das Gebäude fertig gebaut haben? Da. Ich hab euch. Bleibt bitte hier. Ihr baut jetzt noch einen weiteren Stall hier vorne mit hin. Und dann tauschen wir einfach ein bisschen Gold gegen Steine. Fleisch kann ich auch noch eintauschen. So, und dann bauen wir hier unten jetzt eine Burg. Im Gebiet des Bösen, des Rivalen. Es kann nur gut gehen.